Heute auf dem Programm Kajaking, Stand-Up-Paddling, Downhill-Biking, Hiking. Hey, ganz geile Scheiße mal wieder. Guten Morgen, ein neuer Tag im Paradies. Gestern spät ins Bett und heute Morgen schon wieder 5:30 aufgestanden für diesen erlebnisreichen Tag. Nach der Klippenwanderung kam der spannende Teil, Downhill Mountainbiking im Regenwald. Heute auf dem Programm Kajaking, Stand-Up Paddling, Downhill Biking, Hiking. Hey, ganz geile Scheiße mal wieder. Ah, ich bin zurück in meinem Element. Geil. Ich bin durch den Wald, über Stock und Stein. Ist das schön, ist das fein. Wo sind denn die anderen schon wieder? Könnt ihr sie hinter mir sehen? Ich nicht. Oh, das ist wieder mit Abstand das Coolste. So, jetzt muss ich die Kamera aber wieder wegpacken. Jetzt geht's wieder mächtig bergab. Grad und ich fahre Downhill Mountainbike durch den Regenwald. Das habe ich auch noch nicht erlebt. Best day ever! Das war mega! Nun gibt's Mittag. Ich brauche ein Bier. Ich brauche ein Wasser. Yo! Vielleicht erzähle ich euch mal, was heute so alles passiert ist. Ich wurde um 6.45 Uhr abgeholt und wir sind mit einem Guide 1,5 Stunden raus aus der Stadt gefahren in einen Nationalpark und dort sind wir gehiked, also gewandert. 5 Kilometer, dort haben wir Tunneltrichterspinnen gesehen, Eidechsen, Koalas, Kängurus gesehen. Wir hatten ein paar tolle Aussichtsplattformen auf Vulkangestein und ein paar schöne Strände und haben da immer mal verweilt, haben uns das angeguckt. Dann sind wir wieder ein Stückchen weiter gewandert. Das Ganze hieß Hike, Bike, Kajak und Kängurus. Und genau das haben wir auch gemacht. Zuerst sind wir gewandert, das sah aus wie aus so ein paar schlechten Horrorfilmen oder aus der Herr der Ringe. Beeindruckende Landschaft, so ein bisschen wie in Neuseeland. Danach haben wir uns ein paar Mountainbikes geschnappt und sind Trails gefahren. Richtig schön Downhill, hoch und runter, bis ich nicht mehr konnte. Die anderen haben nicht ganz so schwierige Parcours geschafft. Ja, der hat gemerkt, dass ich ein bisschen öfter Fahrrad fahre und dementsprechend habe ich die mittelschweren Pisten gemacht, während die anderen sich nur auf die leichten gewagt haben und dann schon genug hatten. Wir waren aber gut geschützt, also hatten komplettes Sicherheitspaket, Helme und allen Kram. Konnte also wenig passieren. War trotzdem recht anstrengend durch die Wärme. Nach dem Hiken und Biken kam dann das Kajakfahren. Auch da gab es wieder eine anspruchsvollere Variante und das war das Stand-Up-Paddling. Steht man also auf einem Surfbrett und paddelt, das war auch richtig cool. War wieder ein mega anstrengender Tag, 20.000 Schritte. Jetzt gehe ich noch in die Stadt und morgen ist dann der Australia Day, Nationalfeiertag. Sie ehren damit die Siedler, die 1788 hier das erste Mal gelandet sind und die australischen Kolonien gegründet haben. Ich habe mir für morgen auch was Cooles überlegt. Ja, und nach dem mega beeindruckenden, aber auch anstrengenden gestrigen Tag und dem anstrengenden heutigen Tag wird es morgen richtig angenehm und entspannend. Und da man mich kaum noch erkennen kann, und es mittlerweile schon richtig dunkel wird, verabschiede ich mich für heute. Ihr dürft gespannt sein, was ich morgen mache. Und wir hören uns wieder. Tschaußen!